Es gibt viele Giftspinnen auf dem Planeten, die auch tödlich sein können. Aber die tödlichste von ihnen ist die Sydney-Trichternetzspinne. Innerhalb einer Stunde nach dem Biss stirbt man qualvoll. Eine der tödlichsten Spinnen des Planeten ist in nur einer einzigen Stadt heimisch. Als ich mit der Arbeit in Australien anfing, hatte ich am meisten Sorge wegen dieser Spinnen. Kurz nach den Buschbränden tauchten plötzlich etliche Sydney-Trichternetzspinnen auf. Oft kommen sie auch nach Unwettern hervor. Die letzten schweren Regenfälle in Sydney haben mehr als nur viel Wasser gebracht. Hochgefährliche Trichternetzspinnen wurden aus ihren Verstecken gespült und tauchen jetzt überall in den Vororten auf. Tragen Sie bei der Gartenarbeit besser dicke Handschuhe. Die Spinnen können in Schuhe gelangen. Sie verstecken sich in Jacken und wenn man sie anzieht, schlagen sie zu. Sie können sogar in Swimmingpools überleben. Dafür bilden sie eigene Luftblasen. Die meisten Spinnen greifen aus einem horizontalen Winkel an. Diese Biester greifen aus der vertikalen an. Sie beißen zu und injizieren ihr Gift. Niemand will das erleben. Trichternetzspinnen haben so starke Zähne, dass sie sogar einen menschlichen Zehennagel durchdringen können. Schlimmer geht's nicht. Widerlich. Aber was bringt sie dazu? Die Männchen sind die Bösewichte. Sie sind besonders angriffslustig. Die Weibchen bleiben meistens in ihrem Versteck oder im trichterförmigen Netz. Sie bauen kein normales Netz wie andere Spinnen. Sie bauen ein trichterförmiges Netz, aus dem es für die Beute kein Entkommen gibt. In den Sommer- und Herbstmonaten verlassen die Männchen ihr Versteck, um eine Partnerin zu finden. Und dann kommen sie näher an uns Menschen heran. Definitiv kein schöner Tod, der Biss einer Trichternetzspinne. Uff. In Australien gibt es 13 registrierte Todesfälle durch Trichternetzspinnen. Aber das ist seit 40 Jahren nicht vorgekommen. Die gute Nachricht ist, dass seit der Entdeckung eines Gegengiftes in den 80er Jahren ihr Biss kein Todesurteil mehr bedeutet. Und natürlich jagen Spinnen nicht gezielt nach Menschen. Aber wenn wir ihnen in die Quere kommen, greifen sie an. Also Spinnen, jagt schön weiter nach Insekten, aber bitte nicht in mein Bett krabbeln. Mich juckt's.